So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wie man noch hören kann, ich bin immer noch krank, aber nicht mehr so arg und es geht auch eigentlich wieder relativ. Ich habe halt noch etwas Schnupfen und was weiß ich halt. Und ja, wir sind gekommen bis zu dem Garten vor dem Tor in dem Schloss Hyrule oder Hyrule, wie viele sagen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Zu einem Hof. Ich sehe schon hier das Triforce im Schatten. Prinzessin Zelda. Bevor ich jetzt wieder rede, muss ich jetzt mal sagen, jetzt ist alles echt schön. Damals, weiß noch. Nintendo 64. Ach, sieh mal an. Gucken hier mit dem Fenster drinne. Das sieht man doch. Hier, das ist Mario und Peach und Yoshi, habe ich glaube sogar gesehen. Nein, das habe ich nicht. Nein, das habe ich auch nicht. Ja, da ist der Yoshi. Und ich würde einfach sagen, ich finde es einfach cool dafür, dass es schon so alt ist, kann man eigentlich sagen. In dem Alter, da gab es wirklich auch noch Spiele, wo man gedacht hat, oh je, also wenn man heute zu sagen klingt, damals war es ja alles noch sehr futuristisch, heute ist das eigentlich ja schon alt, eher, ja, nicht sehr alt. Aber naja, ich würde einfach mal sagen, wir reden einfach mal mit Prinzessin Zelda. Hallo? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Oh, was ist das? Das ist... eine Fee? Dann kommst du aus dem Wald? Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Klar haben wir den. Nun, hast du ihn dabei? Na klar. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich nicht ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas. Link. Seltsam, er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Link. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weitererzählen. Okay, doch, okay. Ach komm, sind ja so mal sozial, oder? Dies ist die Legende. Vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldenen Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Daher errichteten die Weisen diese Zitadelle die Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren.
Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Das heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraut habe, verstanden? Klar. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja, bitte schön. Ganondorf. Siehst du den Mann dort, den mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen anhielten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, musst du Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Link, wir sind die einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ja, komm. Ich danke dir. Ich habe Angst. Große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Ja, das wird wahrscheinlich noch recht nützlich werden. Im Gegenstandsmenü kannst du bla bla, wie halt jedes Mal das gleiche. Bla bla, benutze C, um mir zu zeigen. So, warst du schon? Meine Vertraute wird dich aus dem Schloss geleiten. Unterhalte dich ruhig mit ihr. Ihr Vertraute? Oh, da steht ja jemand jetzt. Eine Chica. Ich bin Impa, Überlebende der Chica. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesem Ort geführt. Mir wird nur die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie.
So, und wir lernen unser erstes Spiel auf der Ocarina. Jetzt muss ich gerade bloß gucken bei der Tastatur. Okay, war schon mal falsch. Ach ja, klar. Ich depp. Ja, ist okay. Okay. Zeldas Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen gegen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Gorone. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Volken Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg ausbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich. Und die heiligen Steine im Schloss enttäuschen. Enttäusche uns nicht. So, und endlich können wir mal weiterspielen. Also, wir sollen auf den Todesberg, oder besser gesagt nach Kakariko. Dann würden wir mal hingehen. Ich würde mal sagen, wir müssen einfach da die Treppe hoch. Das Eichhaus in Ordnung weiß, sollten wir da vorne irgendwo anders sind, aber ich weiß gerade echt nicht wo und ob es überhaupt richtig ist, dass wir jetzt schon dahin müssen. Jetzt sind wir Kakariko, also gehe ich einfach mal dahin. Kakariko. Okay, jetzt haben wir den gleich mal mit dem hier. Verfolgt mich, lügt mich an. Es ist jetzt 15.43 Uhr, die richtige Zeit, um etwas über das Dorf zu erzählen. Nein, es ist nicht 15.43 Uhr. Es ist, wie viel ist denn jetzt? Es ist 17.10 Uhr. Naja. Zeldas Sehnerin, die mächtige Impa, erbaute dieses Dorf für einfache Leute wie uns. Noch wohnen hier wenige, aber eines Tages wird es genauso lebhaft sein wie in Hyrule. Oh ja, das wird es. Steige die Stufen im Norden des Dorfes hinauf. Dort gelangst du zu dem Pass, der zum Todesberg führt. Aber du brauchst des Königs Erlaubnis, um diesen Weg nehmen zu können. Ach, wie gut, dass wir den Brief haben.